werde ich zumindest mal so eine. Ich habe nicht genügend Arbeiter, deswegen. Aber es ist ein bisschen spät für Beschaffung von Menschenmaterial, oder? Ist es Nachmittag? Schaffen die das noch? Wahrscheinlich nicht, ja. Nee, ist ein bisschen zu weit. Das macht man dann, wenn morgens. Es kann auch sein, dass in der Nacht wieder nichts kommt. Das ist auch möglich. Aber wir müssen es ja nicht forcieren. Sehr schön. Hier dann gleich eine Stufe 2er Palisade. Jetzt, bitte. So ist fein. Ach, da kommen die anderen. Die übernehmen das Katapult oder wie läuft es hier? Ja, nein. Nochmal wäre eine dumme Idee, ne? Ja. Nicht, wenn es schon, wenn der Mond gerade aufgeht. Das muss echt nicht sein. Und da sind sie. Hoffentlich trifft das Geschoss auch direkt und haut sie alle weg. Und bam. Ja, bis auf einen. Oh. Aber es kommen ja noch mehr. Das ist nicht so gut. Perfekt. Eigentlich müsste jetzt Ruhe sein, ne? Könnten wir im Grunde direkt die nächste Stufe hier hochziehen. Da kommen sie nochmal. Krass. Ach so, die bleibt und wird dann verbessert. Oder wie? Ach ja, jetzt ist sie weg. Okay. Dann holen wir uns noch mal zwei Männchen von ganz aus dem Westen. Die können wir dann wieder hier an die Arbeit schicken. Ist alles ein bisschen, naja, Sisyphos-Arbeit. Man muss also ständig den Leuten sagen, wa das ist ein Tor. Ja, wie? Ach, nach links gibt's nichts. Okay. Dann erstmal einen Schluck Wasser. Ach, stimmt ja. Das heißt, ich muss mich dann doch irgendwie hier nach vorne wagen. Dafür brauche ich aber mehr Bogenschützen, weil hier vorne ist sonst nichts. Oder ich muss das Hauptgebäude verbessern. Ja, Wir haben auch wieder die Situation, aber. Ne, nach Westen hin wird es schon sehr unangenehm, muss ich sagen. Das ist nicht so gut. Könnte man. Wo sind die ganzen Arbeiter hin? Manu? Ja, dass der jetzt hier steht, ist natürlich schlecht, weil sonst könnte man hier was aufbauen. Was haben die denn gebaut? Wurde es nicht durchgebrochen? Vielen Dank. Ja, machen wir es so mal schön. Also noch steht ja alles an Wändchen. Moment. Vier und noch eine haben wir. Ja, die überlegen erst, was machen sie? Gehen Sie heute zur Arbeit? Gehen Sie nicht zur Arbeit? Ja, das hatte ich ehrlich gesagt nicht bedacht. Ich hoffe mal, dass ich mich jetzt nicht in eine Sackgasse manövriert habe. Wenn nämlich jetzt im Osten nichts an Männchen. Oder waren noch welche? Männchen. Oh. Was geht hier los? Ach so. Er hat keinen Box mitzunehmen, aber legt es schon mal für mich. Ach, der war randvoll, oder wie? Ja, ein Glück, dass ich mal vorbeigeschaut habe. So, hier bitte mal den Wald roden. Vielen Dank. Ich komme dann gleich wieder. Und dann ist er hier fertig. Jetzt haben wir mal zack, zack im Sauseschritt. Hoffentlich sind es drei. Es können bis zu drei Leute hier normalerweise rumlungern. Ich glaube, jetzt ist Feind, ne? Genau, da höre ich es auch schon. Ich muss auch mal schauen, ob die mich verfolgen. Es kann nämlich sein, dass ich zu nah dran war und dann ist ein so ein Vieh geschlüpft. Das ist ein Hirsch oder ein Reh. Ach komm, ich leg noch eins ab. Vielleicht verschwendet, vielleicht nicht. Und ihr macht mal bitte voran hier, wenn es recht ist. So. Es ist schon wieder Abend, ey. Das gibt's doch nicht. Ob die zwei das packen? Ich weiß es nicht. Oh Mann, jetzt muss ich echt nach ganz in den Osten latschen, nur um ein paar Männchen abzugrasen. Da muss ich hier auf jeden Fall die Hauptkampflinie weiter vorziehen.
Das geht so nicht. Aber jetzt erstmal über Nacht das Ganze wuchern lassen. Ja, da können wir auch noch eins aufbauen, so ein bisschen. Das ist natürlich nicht so gut. Ich habe nämlich jetzt nicht genug. Soll es jetzt wirklich an Männchen scheitern? Aber ich muss nach, zumindest nach Osten muss ich, denn da muss ich mich durchknüppeln. Das heißt, ich kann das Schiffchen vielleicht mit der Kohle, die jetzt durch die, ja, durch die Dings kommt, durch die Arbeiter, die Farmer, die Bauarbeiter, ne, wie heißen die? Farmer, doch, die Bauern. Schwierig, jetzt habe ich also keine Männchen mehr. Ich muss mich, da muss ich mich durchkämpfen. Hilft alles nichts, dann muss ich Kämpfer besorgen, die dann früh morgens losschicken. Aber dafür brauche ich auch wieder Leute. Oh Mann. Wie mache ich das am dümmsten? Reicht noch nicht, ne? Doch, reicht. Sehr gut. Und dann brauche ich mehr Bogenschützen. Jetzt mal schauen, ob die es überhaupt... Oder hol ich erst das Geld? Ich hole erst das Gold im Westen und dann nach... Jetzt ein bisschen Abwehr nach links hin ist auch nicht schlecht, ne? Aber ich... Gut, das steht auf jeden Fall noch. Hat jemand schon was verdient? Nein? Okay. Aber es wird. Es wird. Hier hätte ich ehrlich gesagt auch mehr. Gerne. Viel mehr. Alles nicht so ideal. Ich muss jetzt wirklich ganz in den Osten, um hier Leute zu bekommen. Nur weil ich sie direkt vor der Haustür weggemacht habe, meine Menschen-Spawn-Station. Also das hält zumindest ein bisschen. Aber optimal ist das nicht. Ja, okay. Habe ich dir vergessen, einen Mark zu geben? Mir ist es verständlich, habe ich das. Also brauche ich jetzt, die sind immer noch nicht da. Okay, also wurden sie aufgehalten. Geld ist weg und die Männchen laufen gerade zurück. Und es wird schon wieder spät. Deswegen alles... Naja. Alles nicht so gut. Hoffentlich sind sie noch auf dem Weg dahin. Und es sind in der Zwischenzeit neue gespawnt. Das sieht ja alles super aus. Ach ja. Toll. Und es ist wieder relativ spät. So, wenn ihr mal euch bewegen würdet, das wäre echt nicht schlecht. Wieso rennen die nicht einfach? Zumindest solange sie Ausdauer haben. Das ist auch so eine Sache, die ich nicht so ganz begreife. Ja, woran mangelt es mir? Eigentlich nur ein Männchen. Das heißt, wir machen mal die Bogenschützen stärker. Oh oh. Böse Musik, hä? War es das schon wieder, oder was? So, wenn ihr da mal machen würdet. Das gibt's doch nicht. Faules Pack. Ich kann doch die ganzen Münzen jetzt hier hinschmeißen. Muss ja aufzuhalten. Nee, da muss ich ja, weiß Gott, wie viele Münzen aufwenden. Vielleicht kommen sie aus Westen, das wäre nicht schlecht, weil da steht zumindest Katapult und eine dicke Mauer. Oh oh. Oh oh, das ist nicht gut. Und ich glaube, ich habe da nicht genug dafür, oder? Nicht genug Männchen. Material. Denn wenn die Fliegenden kommen, die schnappen sich meine Leute und dann ist hier Feierabend. Ach Gott, ich hätte das nicht zu früh machen sollen. Die Farmen bringen halt nichts, wenn ich keine Leute habe. Aber zu der Zeit hatte ich so viele Leute, deswegen... So, wenn die Herrschaften sich da mal bequemen würden. Ja, jetzt kannst du eh wieder knicken. Die Dorftrottel werden jetzt alle gemacht. Zack. Vielleicht schaffen sie es noch. Genau, ein nach dem anderen, los. Super, Bogenschütze, mach sie weg. Tja, sind die ersten schon weg. Da sind die zweiten weg. Könnte hinhauen, könnte gut werden. Sind wir schnell weg. So. Drei Münzen. Und einem Sinn. Na, das wird doch.
Es wird doch langsam. Ich muss mir aber davor arbeiten, oder? Muss ich? Soll ich? Ja, es gibt zwar Kohle zu Hause, aber ist ja erstmal wurscht. Komm, einen noch. Verdammt. So, wieder zwei Mann. Am besten gleich noch einen da lassen. Falls ein neuer spawnt, der kann sich dann gleich bedienen. So, jetzt die Frage, was machen wir da? Direkt vorne die nächste Abwehrgeschichte hin basteln oder zumindest mal einen Turm hier vorne? So in etwa. Schießen ja von beiden Seiten die Viecher drauf, wahrscheinlich, ne? Ich kann auch so einen Zweierturm vorne mal hinsetzen. Wenn die sich dann langsam mal bequemen würden, die Herrschaften. Oder mittig, dann schießen wieder von beiden Seiten die Leute drauf. Gut, dann wirst du einen Doppelturm. Weil ich natürlich wieder mehr Bogenschützen brauche. Aber das hier muss auf jeden Fall fertig werden. Die Abwehrtürme müssen stehen. Dann steht uns bald das Wasser bis zum Hals. Ja, bis sie zu Hause sind. Das kann dauern. Ich glaube, auf Bodenhöhe ist das Ding echt absolut nutzlos. Deswegen. Nächste. Komm, triff. Sehr schön. Nee, nee, gib das mal schön her, das Geld, Junge. So. Jede Münze ist gerade Gold wert. Jede Goldmünze ist Gold wert, genau. Das Katapult können sie auch schon mal nach vorne schieben, oder? Sehr schön. Dachte schon, ich muss alles dreimal sagen. Die Farmen sind wahrscheinlich alle schon wieder komplett bestückt. So, das hier wird aufgebaut. Das ist auch nicht schlecht. Da sitzt schon mal ein Kollege. Den mit Level 2 spare ich mir mal. Oh, wieso liegt hier Geld? Einfach so. Ach so. Man hat ja. Ja, okay, das wird jetzt vielleicht ein bisschen. Ja, wohl, wenn er sich mal beeilen würde, das faule Stück. Vielleicht schafft er das noch bis da hinten hin. Na, vielleicht auch nicht. Ach, das ist nur so ein Kinderdingens hier. Mach das mal richtig. Hallo. Nein, 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 nein. Sofort wieder antanzen. Aber zack, zack. Genau, ihr geht schon mal in Position. Helft ihr mal mit, fleißig. So ist fein. Schön hochziehen, wir haben keine Zeit für Spirenzchen. Das sieht vernünftig aus. Und wo ist der? Ist der Kollege? Ja, der geht spazieren. So ein Abendspaziergang. Sehr gut. Da steht. Finde ich gut. Da steht es mir nämlich nicht bis hier. So. Gold ange. Nein, natürlich nicht. Vorne Katapulte, unten Doppelturm. Das ist auf den Anfang schon mal gar nicht so schlecht. Ah. Also der Osten wird so ein bisschen verstärkt. Ich hoffe mal, dass ich auch abends von dem Kohle bekommen kann. Ich denke mal nicht, dass ich das irgendwie. Na doch. Okay. Ah, sehr schön. Wie machen wir es am dümmsten? Steht das noch? Offensichtlich. Okay. Und ihr fleißig oder nicht so? Doch, doch. Will ich nichts gesagt haben. Habe ich genug Kohle? Eine Münze, verdammt. Nein, nicht aufnehmen, nicht aufnehmen. So, erstmal schauen, was machen wir hier? Nichts, oder? Eine Münze raus. Muss mich ja eh weiter nach vorne arbeiten. Dann machen wir auch hier mal ein bisschen dicht. Aber ich habe halt nicht genügend Bauarbeit, oder? Eigentlich habe ich nicht genug von irgendwas. Aber so Stück für Stück mich mal vorarbeiten, ist, glaube ich, gar nicht mal so die allerschlechteste Idee. Lass sie nicht fallen. Oh. Ja, wenn es auf dem Boden landet, das ist natürlich schlecht. Nicht? Gib mir doch kein Geld.
Weiß ich kann damit nicht umgehen. Hier können wir mal eine dicke Mauer bauen. Aber warum? Wozu das Ganze? Sehr schön. Ich hab dir eigentlich schon Geld gegeben, ne? Scheiß Assi, jetzt kommt er. Hat mich abgezockt, will er nochmal Geld haben. Naja, so. Ein Mann und sein Bogenschütze. Immerhin. Etwas. Ja. Stimmt, Schiffchen. Bringt halt nichts, wenn ich das Schiffchen fertigstellen würde. Denn, naja, ist es spät, um Leute zu holen, oder? Versuchen, noch einen zu rekrutieren. Der hat es ja auch geschafft, gerade der Kollege. Jetzt mal im Sauseschritt, so schnell wie möglich. Und hier ist niemand, weil, weil die Links aushelfen müssen, okay. Ja, und wieder eine Münze weg. Ich glaube, das wird nichts mehr. Ja, zumindest einer hat es geschafft. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Man kann natürlich das Ganze auch ein bisschen zu seinen Gunsten, sag ich mal, verändern. Man kann zum Beispiel das Tor vor das feindliche Portal kann man Dings hinstellen, Münzen hinwerfen. Das heißt, die kommen dann raus und schnappen sich erstmal die Münzen. Dann ist der Rest zumindest mal so ein bisschen, ja, so halbwegs sicher. Ja, die sind noch ganz im Westen beschäftigt und deswegen ist jetzt hier keiner, der das Katapult bedient. Das ist natürlich auch hervorragend, muss ich sagen. Ja, so mal zack, zack. Aber wir sind schneller als sonst, meine Herren. Ja, gemütlich. Maschinensitzer Front. Wir brauchen auf jeden Fall noch mindestens zwei Kollegen mit Hämmern. Denn wenn immer die Katapultleute losziehen, das ist ganz schlecht. Und deswegen machen wir das so nicht. Aber zuerst werden sich die Bögen schnappen, schätze ich mal. Deswegen auch nicht so günstig. Katapult steht noch, aber immerhin. Ja, jetzt habe ich zu viel Geld, aber keine Leute. Auch nicht schlecht. Hm. Ja, ich hatte eine Kleinigkeit vergessen. So, das was durchkommt, darf bitte mal abziehen. Gleich wieder aufbauen, Leute. Ihr macht hier keinen Quatsch. Gibt es da vorne noch irgendwo Abwehrmaßnahmen? Das möchte ich jetzt mal wissen. Nein. Ja, das bauen sie eh nicht ab, das Zeug. Ja, da gibt es da mehr Kohle, aber ja, weil sie halt schneller an den Farmen arbeiten, aber das wird den Kohl fett macht. Das haben wir so dahingestellt. Ja, es fehlt an Männchen. So, das ist repariert. Ich habe tatsächlich das Ding vergessen hier. So, Geld ist jetzt kein Thema, deswegen machen wir das Ganze mal so. Und der mir direkt wieder Kohle in die Hand drückt. Und auch wenn ich mich zurückziehen müssen sollte oder wie auch immer, das hier bitte mal direkt auf die nächste Stufe. Ihr braucht gar nicht weglaufen. Nein, 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 nein. Ihr bleibt schön da, ihr Kollegen. Faules Gesindel. Und schieß. Komm schon. So ist fein. Und das Geld aus den Taschen hätte ich gern auch an mich genommen. Sehr schön. Wir können natürlich auch ganz vorne einfach ein Bollwerk aufbauen. Dann haben wir dann Katapult mit Männchen. Sollen wir das machen? Ach komm, was soll's. Ob das so eine intelligente Idee ist? Wahrscheinlich eher nicht. Da vorne wird sowieso nicht abgearbeitet. Ja, schlecht, alles nicht so gut. Zumindest die Kohle stimmt. Okay, 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 okay. Oh oh. Ah ne, es ist erst Mittag. Ich dachte schon. Ach Gottchen, was ist denn deren Kohle dabei? Besonders großen Sack. Ja, das ist schlecht. Alles nicht so gut. Ach Gott, ist ja auch noch nicht fertig gebaut. Ich habe keine Bauarbeiter.
Oh Mann. Oh, das wird nicht gut. Das wird nicht gut. So, hier sind zwei. Matthias, sind die Hämmer, aber... So, bitte mal einsammeln. Achso. Was machen wir jetzt? Uns fehlt es an Menschenmaterial. Jetzt muss ich doch nach links. Und so schnell wie es geht noch die Mauer da ausbessern. Zumindest so eine halbe Portion muss ich da hinbekommen. Weil sonst haben wir gleich ein ganz großes Problemchen, wenn der Feind kommt. Lass mich das Katapult hin. Wobei. Und jetzt mal seit was? Die neuen Katapultbediener? Die Katapult-Crew oder was? Ach so, ist noch nicht mal in Position. Und das ist noch nicht mal aufgebaut. Auch nicht schlecht. Ja, ja. Nervt mich mit Geld. Nicht so gut. Ach, jetzt haben wir ein Problem. Machen wir es mal so. Was getroffen wird, ist zumindest mal weg. Das war ein teurer Spaß. Ja, Timing leider, weil die Arbeiter fehlen, nicht so gut. Aber zumindest, wenn ich jetzt die nächste Fuhre habe, den nächsten Level von was auch immer, von Wand, von Palisade, von Steinmauer, der dürfte schon weitermachen, so ist es nicht. War teuer, der Spaß hier gerade. So, das ist zumindest mal halbwegs in trockenen Tüchern. So, Kohle gibt es ja wie gesagt bei den Farmen ohne Ende. Deswegen ist mir das eigentlich relativ wurscht. Ja, es sind ja keine Abwehrtürme vorne. Das ist nicht so intelligent. So, vielen Dank. Weniger als erhofft. Okay. Ach, der hat ja den Rest. Ja, alles klar. Und wieder gibt eine Münze den Löffel ab. Oder was? So, oder hat er das doch abgegeben? Kann das sein? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, wir brauchen mehr Münzen für den Angriff, der jetzt vielleicht startet. Moment, ich sollte den eigentlich nicht starten, fällt mir da gerade mal so ein. Jetzt brauche ich erstmal mehr Menschenmaterial, hole ich wieder aus dem Osten. Denn die hauen mir richtig hart auf die Nuss, wenn die hier fertig sind. Hier steht schon wieder keiner. Okay, okay. Zu viel Gold. Das bringt auch nicht viel. Ja, immerhin drei Stück. Drei Stück Mensch. Okay. Zieht sich so ein bisschen, ne? Das hier kann ich nicht komplett weghauen, da kann ich einen Baum wegmachen, das bringt mir aber nicht sonderlich viel. Wobei, vielleicht reicht's, um hier dann ein Bollwerk hochzuziehen, dann sind wir zumindest mal nah dran und können schnell die Feindmauer weghauen. Stimmt, wenn ich so viel Geld habe, kann ich eigentlich auch das Schiffchen mal angehen, oder? Ich finde auch. Und das repariert noch nicht mal jemand, weil keine Leute da sind. Das ist alles andere als toll. So, da sind zwei, hier sind fünf. Und dahinter schießt noch einer. Es sind sechs. Okay. Und die Mauer würde ich gerne repariert wissen. Ja, hier macht man euren Job jetzt. Aber ein bisschen schneller als sonst. Wobei, ich habe nämlich genug Leute, um hier irgendwas zu verbessern. Das ist alles nicht so toll. Die könnt ihr natürlich nochmal verbessern. Dann wäre eine richtig dicke, fette Tür. Aber es sollte noch ausreichen, oder? Ja, alles sehr gemächlich heute hier bei den Leuten. Nicht so gut. Ich brauche auf jeden Fall mehr Hammerbrüder. Oh, da kommen noch mehr. Bringen sie Geld mit. Na, von mir aus. Dann will ich nichts gesagt haben. Ich bleib mal hier. Und er läuft jetzt vor und repariert. Beziehungsweise will jetzt den Baum fällen. Das fällt ihm jetzt. Jetzt fällt ihm das ein. Okay. Das heißt,
Schon mal 4 Münzen. Passé. Ich würde ihm am liebsten den Hammer wegnehmen und sagen, du machst nichts mehr, du Trottel. Aber Nacht- und Nebelaktion. Kriegt das wenigstens noch hin. Nee, beim letzten Schlag hält er inne. Das ist doch... Letzte, ja, den Daut hat er auch verdient. So, knall ab. Jetzt geht der Nächste dahin. Gehst du mal nach Hause, hallo? Ey, sag mal, bist du irgendwie völlig bekloppt, Junge? Aua. Ich muss mich ja noch von ihm abknallen lassen. Ja, der Hammer ist weg. Ich meine, man muss immer mit der Dummheit der anderen rechnen. Ah, ich sehe gerade die hinteren Türme schießen gar nicht. Das ist natürlich auch optimal wieder hier alles. Dann kann ich aber auch sagen, dann gehen wir jetzt wirklich weiter nach vorne. Ach nee, tun wir nicht. Nee, tun wir sogar gar nicht. So, die reparieren es vielleicht mal. Nee. Ja, zumindest ein Stückchen weiter vor kann ich. Machen wir das mal. Das kriegen sie ja hoffentlich gebacken. Dann können wir nämlich hier auch den Turm mal ein bisschen ausschmücken, dass da mehr Leutchen drauf passen. Ja, es ist wirklich wie ein Sack Flöhe. Das geht nicht, weil das hier noch steht. Okay. Zack, zack. So, zwei Mann. Am besten noch eine Münze. Sieht besser aus. Leute freuen sich. Alles toll. So. Wer nach vorne rennt, ist es hier der Start. Okay. Ich glaube, ich muss echt mal einfach mehr Hämmer machen. Oder mehr Bogenschützen. Ich brauche halt von allem Abyss. Ist alles nicht so einfach. Ja, Gold ist wirklich egal eigentlich fast schon. Das, ich hätte den wirklich am Anfang nicht weghauen dürfen. Oder das hat dann nicht so viel gebracht. Hätte ich auch hier die Farben hochziehen können. Das wäre sinniger gewesen. Nein, was mache ich denn? Jetzt wollen sie bestimmt, jetzt rennen sie bestimmt zurück. Oh, das Boot muss fertig werden. Jetzt aber ganz schnell. Dann hätte ich lieber nach Osten. Lieber auf den Kollegen hier mit den Goldmünzen verzichten. Okay, 4. 2 und 2. Okay, okay, okay. Das könnte ja irgendwie funktionieren. Oder so. Ja, ich renne einfach wieder zurück. Lohnt ja alles nicht. Obwohl, ich kann eigentlich noch mehr... Machen wir den Sack zu? Ja, lieber nicht. Lieber noch mehr Hämmerchen. Ja, aber wenn ich die habe, dann brauche ich sie nicht mehr. Wenn ich nach Osten laufe, habe ich wieder keine... Wir machen es folgendermaßen. Wir hauen erstmal das ganze Geld weg. So, dann drücken wir erstmal die Hand und dann gehen wir zu den Farmen. Holen uns da mal was Feines. Ja, ja, ganz ruhig den Verwalter lassen. Schütten wir den mal richtig zu mit Kohle. Sehr schön. Der nächste Arbeiter und der geht direkt ans Werk. Wobei, jetzt fällt mir gerade ein, vorne stehen jetzt steht eine billige Holzpalisade als Front. Im Osten. Ja, dann nehme ich auf jeden Fall mal das Gold. Denn ich glaube, ich werde es gleich brauchen. Für zum Beispiel ein neues Katapult. Ah, komm. Immer diese dummen... Achso, der hat... Bitte nicht die böse Musik. Oh oh. Haben wir jetzt gleich ein Problem? Kann das sein? Also die Mauern dürften ja eigentlich halten. Wenn wir jetzt genug Bauarbeiter im Osten haben, dann reparieren sie sogar die Wand, glaube ich, während sie angegriffen wird. Wieso? Oh oh. Ja, die stehen hinter einer ganz beschissenen Holzpalisade. Aber hoffentlich, ja, vielleicht passiert auch gar nichts. Vielleicht. Ja, es ist wirklich verdächtig ruhig, muss ich sagen. Und das hier haben sie immer noch nicht weggehackt. Vielleicht kam es auch von Westen, das kann auch sein. Lassen sie einfach mal so stehen. Kann man mal so stehen lassen, denken sie sich.
Wobei, mit Denken haben die wahrscheinlich nicht so viel am Hut, glaube ich, oder? Die sind ganz schön doof, die Kollegen. Gut. Jetzt mal schauen. Kann man hier? Ja, sehr gut. Komm zurück. Zurück. Also kommt jetzt die nächste richtig dicke Wand. Und dann könnte man, wenn sie steht, eigentlich auch direkt sagen, ihr greift an. Ja, müssen wir mit den Konsequenzen leben. So, hier marschiert. Macht zumindest mal ein bisschen Schaden. Wenn sie es schaffen, kommen nämlich die ganzen bösen Viecher angeflogen. Und das ist dann nicht so gut. Ach ja. Jetzt hat er sich eine Münze geschnappt, ist jetzt also ein stärkerer Rittersmann. Die Fliegenden kommen halt dann durch, ne? Was soll das hier mindestens eine einfache Steinmauer sein? Hm. Ist das alles? Ein popliger Soldat? Der Bogenschütze und ein... Oh oh, ich glaube, das wird nicht fertig rechtzeitig. Ja, gleich gibt's Ärger. Oh oh, ganz schlechte Idee, ganz schlechte Idee. Und das Ding ist immer noch nicht fertig. Mein Gott, Walter. Und das Katapult braucht auch noch eine halbe Stunde. Oh oh. Jetzt haben wir ein Problem. Das wird nicht rechtzeitig fertig, oder? Und dann geht das große Schlachten los. Na gut. Wenn mal jemand helfen würde, wäre das natürlich auch nicht so schlecht, aber... Noch kommt nichts. Klingt aber nicht gut.